So. Und viel lauter ist es jetzt nicht. Ich will es erstmal so probieren. In der Hoffnung, dass das schon reicht. Ja, da könnt ihr mal sehen. Ich mache einmal kurz einen Abgang und schon steht hier eine Mauer. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir jetzt hier ein bisschen weiterkommen. Ich hoffe. Und ihr müsst mir verzeihen, dass ich hier übermäßig oft getroffen werde. Das liegt nicht an meinem spielerischen Unvermögen. Mein Controller, der reagiert wirklich äußerst. Ja. Äußerst auf jedes kleine. Auf jeden kleinen Druck, den ich mache. Also. Er reagiert total über. wo war ich zuletzt? Hier war das mit dem Mädel. Ich glaube, wir waren oben lang gegangen. Ja. Ja. Genau, hier waren die Schleimdinger. Ah. Sterbt. Das haben wir auch noch gemacht gehabt. Hier war auch wieder so eine olle Fackel. Und ein paar Schleimblobs. Ja. Und die Fackeln sollten wir uns, soweit wir können. Oh Mann, reagiert der. Vom Hals schaffen. Und jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, wo wir waren. Ich glaube, wir waren hier. Gut, das ist, diesmal werden wir hier einfach. Das ist eine gute Position, sehe ich gerade. Oh. Ah, fuck. Schönen Games. Und dann treffen sie mich natürlich wieder. Gut, aber hier werden wir jetzt voll aufgeladen werden nach. Ja, Efeu haben wir. Freigelassen. Vielleicht ist es aber auch nicht Efi, sondern einfach nur Ivy als Name. Schauen wir mal. Nein, wir haben Efeu freigelassen. Efeu gibt es auch überall. Ja, und jetzt haben wir noch den Sohn vom Waffenshop-Besitzer freigelassen. Ich glaube, es ist ein Waffenshop-Besitzer. Also ich nehme an, Toolshop soll hier in dem Spiel Waffen heißen. Ich weiß nämlich nicht mehr, was man hier alles kaufen kann. Und weiter. Oh, und hier geht es auch wieder noch nach links und rechts und runter und überhaupt und sowieso. Und diese ekligen Fliegen, die sind auch nervig. Aber die hängt fest, ne? Hängt sie fest? Na, danke. Ach, komm schon. Ich sehe das schon zu einem, ich muss 80.000 Mal schneiden, Walkthrough, heranwachsen, weil ich andauernd meine Energie nachladen muss. Oh, und da kommen die Nächsten, na klar. Okay, wenn sie blinken, sollten wir die nicht attackieren. Denn so lange sind sie unverwundbar. Oh, böse Fliegen. Aber das finde ich gut. So. Da hat es uns der CPU mal einfach gemacht. Ja, und da haben wir noch eine Ziege. Noch einen Ziegenbock. Freigelassen. Und wollen wir da schon? Das sieht ganz so aus, ja. Ich glaube, die Frage war blöd. Sehr schön.
Es muss ja auch immer mal was gelingen. Oh, und jetzt... Diese Vandalen, die sind natürlich... Die müssen eigentlich müssen sie auch nur aufhören zu blinken, dann geht das alles. Und das sieht gut aus, wenn ich in dieser Entfernung stehen bleibe. Oh. Oh. Ah, fuck. Ja, und da haben wir gleich aus Versehen sogar noch was freigelassen. Eine Tulpe. Und ich wäre dafür, dass das hier mal zwischendrin ein bisschen... ja, Energie nachzuladen gibt irgendwie. Finde ich gerade ein bisschen fies. Oder von mir ist auch mal eine... Ja, leicht machen sie es einem hier nicht am Anfang gleich. Den alten Mann. Einen alten Mann. Ah, du hörst einen alten Mann im Haus schreien. Ah, ein Geist, ein Geist. This is a... Das hier ist das Herz der Untergrundburg. Du wirst vielleicht viele Monster treffen, die nicht mit einem Schwert zu besiegen sind. Du wirst die Kreaturen retten können, wenn du mit dem richtigen Schwert zurückkehrst. Willst du zurück zum Grass Valley? Erstmal nicht. Okay, das war jetzt keine Absicht. Der Traumstock, den du besitzt, ist ein magisches, ist ein magischer Stock, der es dir möglich macht, in Träume zu sehen. Setz diesen Stock ein, wenn du mit jemandem sprechen willst, der am Schlafen ist. Hey, du siehst aus, als könntest du, als wärst du gut im Crab-Talking, ich weiß gar nicht, ach, Crab-Walking, als wärst du jemand, der gut den Krabbentanz machen kann. Versuch's mal. Du weißt nicht wie? Lauf einfach, während du L oder R drückst. Ja, so geht das. Okay. Nachdem wir diesen unglaublich guten Move gelernt haben, wenn ich mal umschaue, wir haben ja noch jemanden bekommen. Genau. Ich helfe meiner Mutter. Möchtest du etwas Ziegenfutter kaufen? Willst du wissen, wie viel es kostet? Well, nun. Wie wär's mit einer Billion Dollar plus Steuern? Nein. Teddy! Es tut mir leid. Ich werde es dir umsonst geben. So, ja, Ziegenfutter, nam nam. So.
Jetzt hatten wir noch den alten Mann gefunden. Ich weiß nicht mehr, wo er war. Hier ging es, glaube ich, nicht weiter. Also ich habe Ziegenfutter, das ist... Und diese Ziege. Oh, du hast etwas Futter vom Two-Shop. Ich verspreche, dein Geheimnis zu verraten, wenn du mir das Futter gibst. Ja. Danke. Ich werde dir jetzt ein Geheimnis erzählen. Wenn du dir wünschst, auf die Innenseite des Gemäldes zu kommen, dann musst du einen Gegenstand benutzen, der etwas mit dem Maler zu tun hat. Und dann das Gemälde berühren. Hm. So, jetzt habe ich noch einige andere Sachen zu tun, also bis später. Ja, das ist ja eine sehr freundliche Ziege. Wollen wir mal hier hochschauen. Jetzt, das war hier der alte Mann, glaube ich. Das hier wurde von Dr. Leo gemalt. Etwas ein merkwürdiges Gesicht erschien. Ja, das ist erschreckend. Ach so, ja, jetzt muss ich ja das Picture of a Village Chief in the Pain. Ja gut, jetzt das ist das, was die Dame mir sagte. Have you returned to the place you saw in her dream? Ach so. Okay. Gehen wir also dann gleich, wenn wir gespeichert haben, dorthin und schauen uns das nochmal an. Und, ja. Ich gehe zu Mama. So. Und dann haben wir auch gleich Video Nummer 2 für heute beendet. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ciao.